Ihr habt ausgesucht, welche Animes ich schauen soll, was bedeutet, dass davon ziemlich viele Scheiße sein werden. Wir werden irgendwas gucken und wenn irgendwas hier drin ist, was du magst und ich habe den Titel ein bisschen übertrieben, nicht meine Schuld, ich habe euch gefragt. Ich bin aus dem Schneider. Kadi hat aber wieder gezaubert für dieses Video hier eine weitere Reaction. Wir gucken drei Anime, drei Folgen und ich würde sagen, Leute, Daumen nach oben da lassen, Abo auf den Kanal, bitte, Leute, lasst doch mal ein Abo auf Luffy da und wir gehen rein in die absoluten Reaction. Der gute Face hat geschrieben, dieser Kack-Smartphone ist okay, nicht so lieb, aber was er meint, ist in another world with my smartphone. Ist der erste Anime? Ist der kein Anime mit dem Handy? Ja, da bin ich ja wirklich gespannt. Digga, er ist sofort tot. Nicht mal Truck-Kun, gar nichts. Er ist sofort tot. Ich ließ versehentlich einen Blitz auf die Erde niederfallen, mein Sohn. Das tut mir wirklich leid. Digga, was ist denn mit Gunford los? Wieso lässt er einfach die Blitze los? Es wäre ja edel. Mir gibt es etwas, womit ich mein Missgeschick wieder gut machen kann? Wenn er jetzt sagt, lass mir mein Handy behalten. Ist es möglich, das hier in der neuen Welt zu verwenden? Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, was würdet ihr gerne mitnehmen in eine Isekai-Welt. Mit meinem Smartphone dann auch noch in meiner alten Welt anrufen? Nein, das geht nicht. Digga, er dachte auch, er kann Your Name dribbeln. Aber du kannst damit bestimmte Dinge ansehen und lesen. Dein OnlyFans-Account bleibt erhalten. Folge treffe ich sicher auf Menschen. Also, er wurde anscheinend in Kirgisistan geisekeit, weil wir alle wissen, ist Kirgisistan nicht nur ein cooles Land, sondern ein eigenes, eine eigene Welt. Oh, habe ich dich direkt erreicht? Bist du gut angekommen? Ja, es geht so. Digga, ihn juckt ja gar nichts. Das letzte Mal bei Pokémon ging Ash Ketchum nach Alabastia zurück, um seinen Titel zu feiern. Woher in drei Teufelsnamen hast du bitte diese Klamotten? Würdest du sie mir wohl bitte verkaufen? Ich biete dir einen vorzüglichen Preis. Was? Er verkauft einfach seinen scheiß Schulanzug. Na komm, steig schon aus. In meinem Geschäft besorgen wir dir neue Kleider. Ich werd verrückt. Verkaufst du mir diese Sachen auch noch? Er will mein letztes Hemd. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Alter. Geil. Wenn du noch mehr von dieser Kleidung hast, bring sie gern bei mir vorbei. Hat er die Stimme von Madara? Auf Deutsch? Hört sich was so an? Ey, ich glaube, der hat wirklich die Stimme von Madara. Ich kann es nicht fassen. Das kann nicht sein. Madara, deutsche Stimme. So, ist Volker Harnisch. Zanek Zenfield. Nein, bitte nicht. Zanek Zenfield? Bro, es ist einfach Madara. Das kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Das kannst du dir nicht ausdenken, ey. Das ist ein ziemlicher Kratzer. Deshalb nur einen Silbertaler. Hier, nimm. Nur einen Taler? So ein winziger Kratzer zählt doch noch lange nicht als Beschädigung. Sakura? Vergiss es. We have the whole squad assembled, Alter. Nein. Das Geweih gehört jetzt mir. Entschuldigung. Was hat er da für ein Bildo eigentlich? Ich wollte fragen, ob ihr mir das Geweih für einen Goldtaler verkauft. Klar doch. Was soll das werden? Na was wohl, dieses Geweih gehört jetzt mir. Es ist so random, was hier passiert. Los, setz dein Smartphone ein. Ich werde nun deine Standardfähigkeiten verstärken. Ey, Bro. Alles wie in Zeitlupe. Hilfe. Mein Retter, Sasuke-kun. Und weshalb bist du hier in der Stadt? Naja, zunächst einmal suche ich das Gasthaus Silbermond. Was ich danach mache, weiß ich noch nicht genau. Aber genau dort übernachten wir beide ja auch. Das ist aber ein absoluter Zufall. Unglaublich, oder? Ich möchte ein Zimmer für einen ganzen Monat mieten. Sehr gerne. Bist du jetzt fertig? Ja, tut mir leid. Chill doch mal, lass sie doch... Oh. Wie sie Druck macht. Ja, erstmal Twitter checken, was da wieder für gottlose Sachen abgehen, Alter. Bin ich der Einzige, dessen Twitter-Timeline immer verkorkst ist? Was an einem einzigen Tag so alles passieren kann? Wenn man dein Glück hat, Bruder, ist das normal, Alter. Bei dir passieren Plots, Alter, die passieren eigentlich in 5 Folgen. So, Gilde, Jobvermittlung, let's go. Ich verstehe kein einziges Wort. Ich muss dringend lesen und schreiben lernen. Ich auch. Und, hast du was Passendes gefunden? Ich? Digga. Ja? Hinten einfach Fett Shikamaru, Bro. Look at him. Hier steht, dass im Wald Monster erlegt werden sollen. Es geht um 5 Einhornwölfe. Wollen wir drei das nicht vielleicht zusammen erledigen? Yay! Was hast du denn? Naja, ich habe gar keine Waffen. Ach. Bro, du hast doch ein Smartphone. Das ist doch mehr Waffe, als man braucht. Wie hat Sabuza gesagt? Deine Worte schneiden schärfer als dein Messer. Deine Worte sind verletzend. Mehr als ein scharfes Schwert. Das ein Schwert aus Eschen? Ja, genau, das ist ein Schwert aus Eshisha. Das hast du völlig richtig erkannt. Digga! Mitten im Kriegsgebiet! Oh ja,
du hast es echt drauf. Der Wolf aus Monster Ranger ist tot. Wir sollten 5 Einhornwölfe erlegen und wir haben dank dir sogar 6 erlegt. Jetzt sind sie vom Aussterben bedroht. Super gemacht, Jungs. Ich kann den Empfang von 5 Einhornwolfshörnern hiermit bestätigen. Denn zu zweit hätten wir das wohl kaum geschafft. Das hätte sie auch gerne gesagt bei Naruto, diesen Satz. Denn zu zweit hätten wir das wohl kaum geschafft. So als Team sind wir doch unschlagbar. Ja, Männer, die nicht mit Sakura mithalten können. Das erinnert mich irgendwie an eine ganz, ganz, ganz andere Szene. Tsunade, ich habe es endlich geschafft. Jetzt bin ich den beiden ebenbürtig. Könntet ihr mich vielleicht auch die Magie lehren? Ich würde nämlich auch gern zaubern können. Was? Hast du denn eine Begabung? Begabung? All jene ohne Begabung können Magie nie erlernen, so sehr sie sich auch bemühen. Lacht in Aster. Madada! Aber ich bekomme das bestimmt geregelt. Mir hat nämlich jemand versichert, dass ich gut mit Magie umgehen kann. Und wer war das bitte? Kami. Jemand Einflussreiches. AKA Old Loof. Ich werde einfach mit 70 genauso aussehen wie er. Nimm ihn in die Hand und konzentriere dich auf den Stein. Und dann sage, Wasser kommt zu mir. Wasser kommt zu mir. Oh, what a surprise. Er ist ein Übergott. Feuer kommt zu mir. What a surprise, man. Er ist gut in allen Elementen, als wäre er der Herr der Elemente, aka Armstrong. Doch als die Welt ihn am meisten brauchte, hat er an seinem Handy gechillt und Twitter gecheckt. Warum probierst du nicht mal den Geldzauber aus? Digga, was? Die Folge, Leute. Ja, Bro, ich dachte, ich nehme eine halbe Stunde auf. Ich kann es nicht glauben, dass du alle Begabungen besitzt. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Ich habe auch. Nächstes ist alles normal, alles cool. Ich habe an etwas Leichtes gedacht, so für zwischendurch. Zum Beispiel ein Dessert. Digga, sorry, Kalia, das ist so maximal langweilig. Ey, benutzt doch dein Smartphone, bitte. Und was ist das? Wieso funktioniert denn sein Internet noch? Digga. Das ist ein Anime, der heißt In einer anderen Welt mit meinem Smartphone. Und die Folge 1 endet damit, dass sie Eis machen. Bro, what the actual hell? Digga, ich sag nichts, ich sag einfach next, Alter. Das war... Bruder, was war das? Maximal sauer. Der gute Sepho, Basti, hat vorgeschlagen, dass wir den Anime gucken. Kamikatsu, meine Arbeit als Missionar in einer Wait a minute! In einer gottlosen Welt? Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Okay, der Vibe ist schon mal da. Ich weiß zwar nicht, was hier los ist, aber es ist los. Okay, sein Vater ist ein Kultanführer. 2 Tage unter Wasser bestehen und dann als neuer Anführer auftauchen. Ja, Bruder, weiß ich nicht. Ey, ja, ganz gut, dass mein Vater Zigaretten geholt gegangen ist, ne? Digga, dein Sohn wird so verrecken und in eine andere Welt kommen. Okay, Bro geht unter. Und sieht sein Leben nochmal komplett. Die haben ihn einfach entführt. Er ist in Kacke getreten. Nein. Er ist in Schlamm gefallen. Nein. Ein Vogel hat auf ihn gekackt. Bro. Er will in eine Welt ohne Gott, weil der Kult ihn abgefuckt hat. Er will wirklich in eine gottlose Welt. Also das stimmt, aber what the fuck? Was zum Teufel schau ich mir hier an? Ich erkenne keine Worte. Ist in letzter Zeit der letzte Schrei. Ja, jeder wird einfach gerespawnt. Es ist aller. Japan ist echt. Hayaoi Miyazaki hatte damals schon recht gehabt mit Shiros Reise ins Zauberland. Er hat uns alles prophezeit, dass es so kommen würde und es ist so gekommen. Eigentlich lustig. Shiros Reise ins Zauberland ist ja ein Soft-Isekai, weil sie ja nicht wiedergeboren wird, aber sie ist in einer anderen Welt. Und in diesem Film hat er ja so ein bisschen die Gesellschaft kritisiert, dass Japan immer mehr ihre Seele verliert und immer mehr dem Konsum verfällt. Und Isekai-Animes sind ja genau das ist ja wirklich nur irgendwelche seelenlosen Animes, die überproduziert werden, weil sich fast viele Leute anschauen. Also hatte Miyazaki damals quasi einen Soft-Isekai-Anime gemacht und damit die Isekai-Animes ausgelöst, obwohl er mit dem Soft-Isekai-Anime Shiros Reise genau dagegen sprechen wollte. Ey, also ich sage euch ganz ehrlich, ne, an diesem Punkt, wenn ihr nicht an Simulationen glaubt, dann weiß ich auch nicht, was mit euch los ist. Ah!
Digga, darauf erstmal eine gute alte Vinland-Saga-Session kicken, Junge. So muss das sein. Okay, er kriegt ein Messer. Er denkt auch, er ist Guts. Er soll Weintrauben schneiden, geil. Ja, Blue, er denkt immer noch, er kriegt krasse Quests. Ja, ja, er denkt. Der ist reingehauen. Was habe ich denn da links gesehen? What the hell? Oh my god! Weiter geht's mit Hacken. Oh nein. Die Szene kommt jetzt. Die Szene kommt jetzt. The Almighty. Oh no, man. It's a CGI Wildschwein. Oh. Nein. Der PlayStation 2 Goat ist hier. Schaut ihn euch an. Er rennt weg. Er rennt 100% weg. Digga, Makako Sopo? Ah, es war so klar. Es war so klar. Er ist ja in einer gottlosen Welt. Übrigens, ich will noch eine kurze Sache sagen für die Leute, die unter den Zuschauern, die gläubig sind. Ich hoffe, dass ihr das nicht zu sehr triggernd aufnimmt, dass der Anime so eine Prämisse hat. Ich meine, das, was hier passiert, müsst ihr nicht zu ernst nehmen. Wir können es ein bisschen bespaßen und alles ist gut. Ne? Leute, wir sind immer mit einem fröhlichen Miteinander. Und wenn Kari hier noch coole Musik draufpackt, dann wirkt das auch nochmal viel epischer. Aber nein, ohne Scheiß, also fühlt sich nicht getriggert von irgendwelchen Aussagen hier bei dem Anime oder so. Digga, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wo die ganzen Steuergelder hinfließen. Crazy. Hier gibt's die gottlosen Manga. Hier gibt's Cool of Ru und My Dress Up Dale. Oh Gott. Er ist natürlich die krassen Sachen gewohnt, deswegen ist das für ihn nicht heftig. Oh nein! Sie werden umgebracht. Warum aber? Was haben sie getan und was passiert mit ihnen? Exitus-System? Aha. Wenn der Staat es befiehlt, muss man sie leben werden. Aber warum würde der Staat das wollen? Aber warum? Oh, wer ist er? Und wer sind sie? Und was ist hier los? Und was geht hier ab? Digga, auf einmal wurde es so ernst. What the fuck? Ich werde leider nie erfahren, wie es weitergeht, weil ich nicht weiterschauen will, aber... Aha. Es ist sehr schwierig, ein Anime-Content-Creator zu sein und ernst genommen zu werden. Es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ein Isolierungslager. Die Ausgestoßenen. Aber was sind denn die Ausgestoßenen? Ach, die mit einem Berserkmal. Okay. Digga, das ist einfach ein Stück Glas vom letzten Anime. Von dem Ding, was der andere kaputt gemacht hat. Die Animes hängen einfach zusammen. Isekai Cinematic Universe. Oh nein, Roy. Uns wird nicht angeordnet, das Leben zu beenden. Sie nehmen es uns. Aha. Das Chickenviech, Alter. Nein. Oh Gott, die Schwester ist wirklich gestorben.
Keine Sorge, CGI Chicken ist unterwegs. Okay, er ist einfach OP for no reasons. Nichts, es ist einfach so. Digga, jetzt ist Aomine auch noch dabei. Was ist los hier? Okay, Aomine bringt die. Okay, Aomine zieht komplett durch. Okay, Bro, what the hell? Digga, nein, ich hab sie ein bisschen lieb geworden, sag ich dir ehrlich. Als sie so mit Peitschen in sein Bett gesneakt ist, war schon ein bisschen süß. Digga, sein Sektenglaube wird ihn jetzt actually Kräfte geben? What's happening here? Attack on Titan Blitze? Wo bin ich? Natürlich ist es ein kleines Anime-Mädchen. Natürlich, was denn auch sonst? Und natürlich muss sie keine Klamotten anhaben. Ich kann das alles nicht mehr, Digga. Einfach sein Pokémon. Digga, sie hat sie einfach verschlungen? Okay, seine Friendos leben doch noch. Ja, Leute, also ich habe auch einfach keine Worte. Was soll ich sagen? Ich habe auch einfach keine Worte. Es ist Konzept schon ein paar Leute geschrieben und ich entschuldige mich im Voraus. Ich habe noch nie von diesem Anime gehört. Man findet im Internet bessere Handy umsonst und das mit besseren Animationen und sogar... Fion, Digga, was geht bei dir ab, mein Bruder? Digga, also wir machen wieder eine Reise in die absoluten Abgründe von Anime, ne? Will ich nur mal sagen. Also ich glaube, das muss ich abbrechen. Wieso sieht doch nochmal nach einem ganz normalen Highschool-Anime aus? Digga, Sasuke-kun. Jetzt sagt sie ihm dass sie ihn liebt. Ja, sie hat einen Rock an, ich hab's verstanden. Schwierig. Tatsächlich schwierig. Sie will dir ein Kind ansehen, lauf! Was ist denn jetzt los? Ist der Erzeuger ein scheiß Alien? Digga, das ist ja wirklich... Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache so. Ey, wenn sie nackt ist, dann renn ich durch. Danke, Digga. Doch nicht so schlimm. Aber wieso sind die jetzt in einem Zelda-Dungeon? Das verstehe ich nicht. Ach so! Apparently ist es schlimmer, schwanger zu sein, als von einem Alien in den Zelda Breath of the Wild Dungeon geführt zu werden, ohne eine Ahnung zu haben, was hier passiert. Ja, Bruder, also wenn du Symptome googelst, dann hast du auch alle Krankheiten im letzten Stadium. Okay, das ist natürlich scheiße. Was ist hier los? Digga, ist das Kaffeebonbon Vegeto ausgebrochen oder was ist hier los? Okay. Oh Baby. Oh Baby. Anime Kräfte awaken. Er hat ein freaking Katana. Okay. Bro, is not wasting time. Okay. Er hat den Dungeon geschafft. Ist das jetzt auch ein Isekai oder nicht? Sie ist einfach wieder entschwangert worden. Bro, sie tötet einfach den kleinen Tanuki. Was labert der? Digga, er confirmt doch mal für den Bro, dass sie Jungfrau ist. Wer ist er denn, Alter? Er ist einfach ein Sailor Moon Heini. So eine Scheiße, ich schlaf gleich ein, ne? Wenn ich drüber nachdenke, nochmal ein 24-Stunden-Video zu machen, bei den Anime, ich werde es nicht schaffen, ich sterbe einfach. Shangri-La? Bro, wait a minute, das ist doch der Vogel! Der ist ja kein Vogel, der dieses Jahr noch rauskommt. Ich sag euch, ne, es gibt zu viel Isekai-Anime, es ist so schlimm. Hey.
Das Brot sieht wenigstens nice aus. Eine gute Sache. Das Brot sieht gut aus. Was zum Teufel macht Nico Robbins Sprecherin hier? Ich hab den Glauben an die gesamte Menschheit verloren. Nein, du bist Nico Robin! Der Priesterin der Jungfrau. Boah, das ist gerade so langweilig. Aha, Liebesritual also. Nee, sicher, es ist der Abgrund. Die erklären so viel. Es ist ein Anime, wo es darum geht, dass er 12 Anime-Mädels hat und die irgendwie mit denen Liebe machen soll. Digga, warum erklären die denn so viel, als wäre das so relevant, als würde die Demographic, die diesen Anime auf Ernst schaut, sich irgendwie dafür interessieren. Oh, das ist so lame. Ach, ich hab so gehofft, dass die Folge zu Ende ist, ne? Ich hab so gehofft, Alter. Wieso ist er gefesselt? Digga, das ist aber wirklich Real Talk ein Endspiel. Das ist so ein Endspiel, wo Phoenix Sun diese Saison nicht hinkommt, Alter. So ein Endspiel ist das. Ich weiß nicht, Digga. Keine Ahnung. Es ist halt auch wirklich sehr langweilig. Es ist wirklich sehr, sehr langweilig. Das kann nicht sein, Digga. Wie lange brauchen die denn? Hallo. Okay, nice. Ja. Ja, ist mir egal. Das... Digga, ey, meine Fresse, Conception. Diese Entschuldigung... Entschuldigung reicht nicht aus. What the fuck? Was war das bitte für ein Pitch? Was hab ich mir da gerade angeschaut? Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. What the hell? Meine Damen und Herren, das waren 3 Animes, die mir empfohlen habt. What the fuck, Alter? Was habt ihr mir für einen Scheiß empfohlen? Empfehlt mir gerne mehr in den Kommentaren. Und wenn ihr nochmal so ein Video sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da, wo ich maximal keinen Bock hab. Meine Laune am Anfang des Videos und meine Laune jetzt ist auch einfach ein himmelweiter Unterschied. Was soll ich nochmal sagen? Leute, ich bedanke mich trotzdem fürs Ende schauen von diesem Video hier. Ich entschuldige mich auch für dieses Video, muss ich tatsächlich sagen. Und ja, ich bin raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss. Digga, was war das für ein Video?